Ich bin auf dem Weg zur One Idea Mastermind in Köln. Hier gerade noch im Hotelzimmer. Gleich geht's dann schon ins Hochhaus von Digital Beat, wo die drin sitzen mit ihrem Office. Und wer nicht weiß, was One Idea ist, das heißt, einige der erfolgreichsten deutschen Online-Marketer kommen exklusiv und ganz geheim zusammen und tauschen sich aus. Man darf nur rein, wenn man eingeladen wird. Und ich versuche euch da jetzt ein bisschen mit reinzuschmuggeln und mal mitzunehmen dahin, wenn sich die Leute treffen, die eben schon sehr erfolgreich Millionen machen und sich darüber austauschen, wie sie es machen und was sie machen. Und ihr seid jetzt, so viel ich es hinkriege zumindest, mit dabei. Also, bis gleich. Wenn du neu bist auf dem Kanal, hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Gonzalez und ich zeige dir, wie du deine Leidenschaft findest, wie du damit finanziell frei wirst und dein Leben nach deinen eigenen Regeln lebst. Und wenn du sagst, du möchtest das für dich selber auch machen, dann abonnier den Kanal und klick auf die kleine Glocke, sodass du kein Video mehr verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Und ich bin jetzt auf dem Weg dahin. Das ist nämlich das Hochhaus. Da sitzt Digital Beat. Ich weiß nicht, ob sie ganz oben sitzen. Auf jeden Fall sitzen sie sehr, sehr weit oben. Und wir werden jetzt mit einem schönen Ausblick über die Stadt masterminden. Was heißt masterminden? Ich meine, einige von den Jungs kennt ihr persönlich. Ole Kanapin, Andreas Baulig, Chris Stelius. Es gibt einige Leute, die jetzt wieder mit dabei sind, die man kennt. Es gibt auch einige Leute, die man so in der Öffentlichkeit nicht kennt. Und alle sagen mal, ja, die krassen Online-Marketer, die kennt man eigentlich gar nicht. Die haben ja gar keinen Grund, irgendwelche Videos zu machen oder so. Ja, es ist auch tatsächlich so. Es gibt auch viele Leute, die machen im Internet Millionen und die kennt man nicht, weil sie kein YouTube-Videotour machen. Die gibt es und die kommen zusammen und das ist das, was wir jetzt hier machen. Das heißt, die werden da auch sein. Digital Beat, wer sich fragt, was das ist, das sind die Veranstalter von der Contra, falls das euch was sagt. Aber ich gehe mal stark davon aus. Und die veranstalten dann auch immer mal wieder eben in einer kleinen geheimen Runde, wo man eben nur rein kann, wenn man auch eingeladen wird, veranstalten die eben diese Mastermind, wo man zusammenkommt und sich austauscht. Also, sehr geil. Und wie gesagt, ich versuche jetzt mal euch da ganz heimlich reinzuschmuggeln, ja, aber es bleibt dann unter uns, ja. So, Freunde, wer sich jetzt fragt, was das war ein Paternoster, auf Deutsch gesagt. Wir sind gerade aus einem fahrenden Aufzug rausgesprungen und da sind wir auch schon im Office von Digital Beat. So, jetzt machen wir die Kamera aus, bevor es einer mitbekommt und wir sehen uns gleich wieder, ja. Was macht denn Prime Estate hier? Ja, Prime Estate ist auch zu Gast. Ja, sehr geil, zu Recht. Finde ich gut. Der und natürlich der Bösewicht Nummer 1. Oh, du cool, dass du da bist. Kennt ihr den schon? Das ist der Markus. Wisst ihr, wie der aussieht? Sieht so aus wie der. Das hat einen Grund. So, Freunde, jetzt seht ihr auch mal Digital Beat hier, ne? Wie gesagt, im Hochhaus. Was meint ihr? Bisschen mehr Miete zahlen, dafür eben in ein Hochhaus oder nicht? Ja? Sollten wir das auch machen? Jetzt Achtung, natürlich, jeder, der schon für mich arbeitet, darf nicht abstimmen. Aber schreibt es mir mal in die Kommentare. Geiles Office und mehr Geld dafür ausgeben oder Geld sparen und investieren und dafür eben nicht so ein geiles Office holen. Raphael, was meinst du? Geiles Office holen, so wie Digital Beat, und ein bisschen mehr Geld rausballern dafür, weil es auch repräsentativ ist. Oder lieber das Geld sparen und zum Beispiel in Kryptos reinballern. Definitiv das geilere Office. Dass der das sagt, das war mir egal. Sehr geil. Gut, Freunde, schreibt es mir mal in die Kommentare, ich bin neugierig. So, Freunde, wenn ihr nicht ganz sicher seid, wie das abläuft, das sieht so aus. Da gibt es Vorträge, das heißt, jeder erzählt, was hat er gelernt, was hat er für einen Erfahrungswert gehabt, der für die anderen sinnvoll sein könnte. Und da sind jetzt die ersten rum, bei denen ich auf jeden Fall schon einiges mitgenommen habe. Und der Gedanke ist halt, wenn du sowas machst, so eine Mastermind, dann kannst du ja mit deinen besten Kumpels, machst du ja auch Mastermind zu allen möglichen Themen, ist halt nur nicht so organisiert. Ne? Hier ist es sehr organisiert und das macht es so geil. Ja, und jetzt schon direkt ein, zwei Sachen mitgenommen, die wir umsetzen werden in Zukunft. Wo ich was gelernt habe, das war sehr, sehr gut auf jeden Fall. Hallo. 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 So, ja, und was wir auf jeden Fall, worauf ich freue, ist, dass es gleich noch weitergeht. Das heißt, da wird es jetzt gleich noch mehrere Vorträge geben. Also irgendwie ein Drittel oder was, nicht mal ein Drittel, ein Viertel, glaube ich, der Vorträge ist jetzt geschafft. Ich bin auch nachher noch dran. Ne? Gucken, ob ich euch vielleicht auch dann noch irgendwie Einblicke geben kann. Aus den Vorträgen heraus geht es natürlich nicht, weil das sehr exklusiv ist und man da halt so quasi eine Art Geheimhaltungsvereinbarung hat. Aber unabhängig davon, dass ich nicht live aufnehmen kann, quasi, was die erzählen, kann ich ja vielleicht mit dem einen oder anderen über seine One-Idea, über seinen Tipp reden, sodass da vielleicht für euch auch noch was bei rauskommt. Erstmal weiter jetzt. Und wer sich da fragt, warum rennt denn der Gonzalez so viele Treppen runter, liegt einfach daran, dass ich es noch nicht geschafft habe, heute was zu essen. Und ich bin so hungrig, dass ich fast hangry bin. Deswegen geht es jetzt einmal ganz kurz schnell eine Kleinigkeit essen holen in der Pause. Und dann geht es wieder hoch
und dann geht's auch wieder weiter. Also, gut. So, Freunde, da sind wir wieder drin. Es geht wieder weiter. Da sehen wir, Dirk ist noch mit dabei. Dann Marcel habe ich schon gezeigt, da der Herr Rüdesheim. Ne? Also es wird auf jeden Fall ein paar coole Leute da, die auch genau wissen, was sie machen. Und jetzt heißt es wieder Vorträge, Vorträge, Vorträge. Ole, wie war's bisher? Lecker. Lecker war's. Sehr geil. Hast du schon irgendwas Gutes mitgenommen? Ja, wir haben auf jeden Fall schon total geile Sachen dabei. Was wird denn deine One-Idea? Ich darf es ja nicht in die Öffentlichkeit sagen. Aber die wird ziemlich gut. Ach, die gute, die wird das? Ja, ja. Sehr geil. Die wird ja auch dabei. Sehr gut. Na gut, Freunde. Ihr merkt, ich versuche euch daran teilhaben zu lassen, aber es klappt leider nicht. Ich darf selber nicht sagen und die wollen es auch selber über sich selber nicht sagen. Aber vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Tipp rausgelockt. Freunde, ihr kennt das ja von den Partys, die ihr privat auch veranstaltet. Ist bei mir auch immer so. Alles voller Sachen, was man machen kann. Und wo sind die Leute? Schau mal hier. In der Küche natürlich direkt wieder. Ne? Wieso ist das so? Dirk, du kennst doch Menschen. Wieso geht man in die Küche? Keine Ahnung, weil wir waren zuerst hier. Ja stimmt, wir waren zuerst hier. Das sind alles Nachläufer. Alles Nachläufer, ja. Wir wollten nur den Tee haben. Ja. Sehr gut. Was passiert denn hier? Gute Frage, was hier passiert. Warum ist denn hier Einsturzgefahr oder warum haben alle Helme an? Sind wir etwa sind wir bedroht? Muss ich jetzt Lebensangst haben? Todesangst? Nein. Oder ist das der neue Trend einfach nur, dass alle Helme tragen? Ja, ja. Da ist der Bitcoin heute dramatisch runtergegangen. Richtig, da muss man aufpassen. Ja, weil der Bitcoin, weil der droppt, ne? alle ziehen Helme an, weil es Coins regnet. Ja, zeig ich mal her. Ich guck mal, ohne rauszufallen, guck ich mal runter. Guck mal hier links, da runter. Links. Boah, Freunde, guck mal, das passiert hier gerade. Ein bisschen Action gehört da auch rein. Soll das Seil da gerissen sein? Guck mal, krass! Du machst das auch gleich, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Darf ich ehrlicherweise sagen, dass ich selten einen Menschen kennengelernt habe, Sven, der so unfassbar nahbar ist, wenn man vor ihm steht. So einfach mega, mega, mega sympathisch. Als wir uns das erste Mal begegnet waren vor, wie lange her? Ein Jahr? Irgendwas war das, so ungefähr. Ich wusste ja schon, wer du bist, auch von Videos, Bildern und so. Und dann haben wir zwei Worte gewechselt und es war, als hätte ich dich seit 10 Jahren schon zu meinen besten Freunden gesehen. Also, wie macht man das, so auf dem Boden zu bleiben, wie man so erfolgreich ist? Einfach so, wie ich bin. Fair. Fair enough. Gut, nehme ich mit. Ich versuche schon für die Leute da auf YouTube rauszulocken, was sind so die One Ideas, was sind deine One Ideas? Darf ich die denn jetzt schon sagen, bevor ich sie hier gesagt habe? Also alle, die ich frage, sagen mir immer so, ja, ich kann dir das nicht sagen, weil das ist ja der Sinn dahinter, dass wir das hier eigentlich unter uns behalten. Dann versuche ich mal weiter, ob mir vielleicht jemand noch den Kern seiner Idee weiter erzählt und wir sind es gleich für uns. So, Freunde, es geht weiter. Jetzt hier schon den einen oder anderen Deal gemacht, über den ich natürlich jetzt noch nicht rede, solange nicht alles durch ist. Aber hat sich jetzt schon 100-fach gelohnt, heute hierher zu kommen. Und das würde ich euch auch wirklich nur ins Herz legen. Setzt euch gezielt mit Leuten zusammen, die in einem gleichen Bereich sind wie ihr und tauscht euch mit denen aus. Und lernt mit denen, lernt von denen, macht mit denen da Geschäft. Es gibt nichts, was so wertvoll ist, wirklich. Also, zack. So, Freunde, jetzt beginnt der spaßige Teil des Tages. Gut, der Rest war auch schon spaßig. Aber jetzt wird's ernst. Meine One-Idea, die kann ich euch auch verraten, die war, physische Produkte als Tripwire zu verwenden. Man kennt das ja von Büchern zum Beispiel, Free Plus Shipping Funnel, oder man kennt das vielleicht auch von anderen Sachen. Auf jeden Fall günstige physische Produkte zum Selbstkostenpreis für Versand und Verpackung rausschicken. In diesem Sinne, die Aftershow-Party, die nehme ich gleich nicht nochmal mit auf Kamera, weil das würde leider sonst sehr schief laufen, sehr schief gehen und zu intime Einblicke in die Leben der Online-Marketer geben. Deswegen in diesem Sinne, Darius, das war's für heute. Ciao. Ciao.